Hallo und willkommen zu Watchboxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, eigentlich sollte es heute eine Kaffeepause werden. Ich hatte hier auch einen Kaffee, aber dann hat meine Kaffeemaschine den Geist aufgegeben. Das heißt, es wird eine Pause ohne Kaffee. Es ist eine ganze Zeit lang her, dass ich eine Kaffeepause gemacht habe und deswegen haben sich ein paar Themen bei mir angesammelt. Ich zeige euch mal die Liste. Das sind so die Sachen, die ich kurz ansprechen wollte. Zunächst einmal unglaublich vielen Dank, dass ihr mir die Treue haltet. Ich habe heute Morgen mal geguckt, ich habe jetzt 2200 Abonnenten. Absolut gigantisch für mich. Ich weiß natürlich, dass das im Rahmen von YouTube vollkommen unbedeutend ist, aber für mich ist das super. YouTube selber sind die Abonnentenzahlen auch relativ egal. YouTube ist es wichtiger, wie lange ein Video geguckt wird, dass man nicht vorzeitig aussteigt, dass man vielleicht dann noch ein zweites oder drittes guckt, dass man den Daumen hoch macht. Darauf achtet YouTube. Die Abonnentenzahlen als isolierte Zahl sind YouTube ziemlich egal. Ich freue mich darüber. Insofern dickes Dankeschön. Dann hatte ich in meinem Community-Tab eine Frage gestellt, das One Week on the Wrist, was ich immer mache, wenn ich eine neue Uhr habe, ob ihr das lieber als ein längeres, zusammengeschnittenes Video der ganzen Woche haben möchtet oder aber jeden Tag 10 bis 15 Minuten live mit der Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu interagieren. Die Antwort war sehr klar, über 80% haben lieber ein langes, zusammengeschnittenes Video. Insofern vollkommen klar. So werde ich One Week in Zukunft präsentieren, als langes geschnittenes Video. Die Frage, die sich mir aber gestellt hat, ist, und darum bitte ich euch in die Kommentare zu schreiben, wie da eure Meinung ist, ob ihr generell nicht von Livestreams überzeugt seid, denn ich habe einige Experten, mit denen man sich ganz toll austauschen könnte, die ein unglaubliches Fachwissen haben in einzelnen Teilbereichen. Und dort würde sich aus meiner Sicht ein Livestream anbieten, denn dann könnt ihr über die Chat-Funktion Fragen stellen. Man kann das einbauen und hat dadurch einen viel größeren Austausch und vielleicht sogar einen größeren Mehrwert. Das Ganze ist dann natürlich qualitativ von den Bildern her nicht so wie ein Video, was ich 3-4 Mal aufnehmen kann, bis das Bild stimmt. Ist dann auch nicht so geschnitten wie ein normales Video, dafür aber im Sinne des Informationsaustausches vielleicht interessanter. Drum schreibt doch bitte in die Kommentare, was ihr von dieser Art Livestream haltet oder ob ihr da auch lieber ein komplett vorgefertigtes Video haben möchtet, ohne die Möglichkeit zu interagieren. Dann ein dritter Punkt auf meiner Liste. Ich habe jetzt zwei Quiz-Videos gemacht mit jeweils 5 Fragen. Ich bemühe mich, das immer ein kleines bisschen anzupassen, je nachdem, was für ein Feedback ich bekomme. Ich weiß, wir haben ein Sommerloch. Trotzdem waren die Aufrufzahlen jetzt nicht so, dass ich den Eindruck hatte, dass alle davon total begeistert sind. Aber es waren auch nicht so wenige, dass ich es überhaupt nicht mehr mache. Deshalb auch hier an dieser Stelle meine Frage an euch. Interessiert euch das? Falls ja, was findet ihr super gut und was findet ihr total blöde? Anders gesagt, was soll ich in jedem Fall beibehalten und nicht ändern? Und was sollte ich in jedem Fall ändern, damit es ein bisschen interessanter wird? Schreibt auch das gerne in die Kommentare, damit ich das Format Quiztime entsprechend anpassen kann und es interessanter gestalten kann. Dann habe ich noch einen Punkt und da habe ich lange überlegt, ob ich das wirklich tue oder nicht. Ich habe ja eine Zeit lang einen Newsflash gemacht, immer 60 Sekunden, ganz kurz, was gibt es Neues am Uhrenmarkt. Das war kein Riesenaufwand vom Video her, aber es hat mich gezwungen, mich permanent damit zu beschäftigen, um auch einen Neuigkeitswert bieten zu können. Ich habe festgestellt, dass ich zwischenzeitlich auch mal gedankliche Pausen brauche und mal an was anderes denken möchte als nur an Uhren. Aus diesem Grunde werde ich das Format Newsflash einstellen.
Ich sage aber an der Stelle, wer immer das machen möchte, braucht von YouTube nicht viel Ahnung zu haben. Er braucht wirklich nur ein Handy und ein einigermaßen gutes Mikrofon, kann den Newsflash einsprechen. Das ist echt nicht viel Arbeit in der Videoproduktion. Und wer sich permanent mit Uhren beschäftigt und das gerne übernehmen möchte, ist wirklich sehr, sehr gerne eingeladen, diese Idee von mir zu übernehmen und den Newsflash weiterzuführen. Dann habe ich einen letzten Punkt, kurz gucken. Das war der Abo, das war One Week, das waren die Livestreams, QuizTime, Newsflash, jawohl. Mein letzter Punkt auf der Liste ist, und das ist etwas, was ich absolut grandios finde. Ich habe mit einem Zuschauer, dem Uhrenfreund Jörg, ein sehr langes Gespräch gehabt. Das ist ein sehr ausgewiesener Fachmann mit einem irrsinnig breiten Wissen über Uhren. Und er hat für sich selber einmal zusammengestellt in Form eines Dossiers und eines Berichts die Entwicklung der Uhrenmarken im Schwarzwald. Welche gibt es? Nordschwarzwald, Südschwarzwald, mit Firmengeschichte, mit ganz, ganz vielen Informationen und Bildern versehen. Und er hat mir diese Informationen zur Verfügung gestellt, sodass ich daraus ein oder zwei Videos machen kann. Ich bin super begeistert darüber und werde das sehr, sehr gerne machen. Und ich plane auch, ein ähnliches Video über Glashütte zu machen, womit dann die zwei ganz großen Zentren der Uhrenherstellung in Deutschland abgesetzt werden. Schwarzwald mit dem historischen Hintergrund, Glashütte mit dem etwas neueren Hintergrund. Und an dieser Stelle richtig, richtig, richtig vielen Dank. Ich bin mega begeistert darüber. Ihr merkt das wahrscheinlich. Und freue mich sehr darauf, diese Videos machen zu können. Aber die sind auch echt viel Arbeit. Also das dauert ein bisschen was, bis ich die richtig aufbereitet habe. Wollte es aber schon mal vorankündigen, weil ich glaube, dass diese Videos etwas wirklich Besonderes werden. Nicht nur von der Art und Weise her, wie sie zustande gekommen sind, sondern auch vom Inhalt her. Denn hier glaube ich, dass richtig viel und breiter Mehrwert kommt und ihr alle was davon habt, sofern ihr euch für Uhren aus Deutschland interessiert. Ja, das war eine Kaffeepause für jetzt. Ich danke euch nochmal an der Stelle. Hoffentlich bleibt ihr gesund, freut euch an euren Uhren, freut euch auf meine nächsten Videos und bis dahin, tschüss, euer Axel.